Ein letztes Mal breche ich die Zelte ab und folge anschließend dem direkt am Campingplatz vorbeilaufenden Appeldon-Kanal südwärts bis zur Eisel, dem nördlichsten Mündungsarm des Rheins und zudem Namensgeber des Eiselmeers. Und noch immer herrscht hier extremes Niedrigwasser, mit erheblichen Auswirkungen auf die Schifffahrt, wie man hier auch unschwer erkennt. Auf eine Fähre bin ich aber eh nicht mehr angewiesen. Nach der Rheinteilung kurz hinter der Grenze erfolgt, wie schon zu Beginn meiner Reise erläutert, weiter flussabwärts bei Arnheim eine erneute Gabelung in Eisel und Niederrhein, den ich ja während der zweiten Etappe ein gutes Stück lang begleitete. Wie passend, dass mir nun am Ende der Reise die Eisel meinen Weg zurück nach Hause weisen wird. Denn ab Duisburg folge ich ihrem einstigen Oberlauf, der Aude Eisel, flussaufwärts zurück nach Deutschland.
Ilft verlasse ich vorerst die Issel und orientiere mich entlang ihres Nebenflusses Bocholter Aa, hier in den Niederlanden Astran genannt. Genau. Nun geht es Richtung Bocholt und damit zurück nach Deutschland. Wehmütig nehme ich also Abschied von den Niederlanden und fahre über die Grenze, wo nun das letzte Kapitel meiner Reise beginnt. Eigentlich soll es hier noch einmal ein Wiedersehen mit der Issel geben, wenn auch nach all der Trockenzeit nicht mehr mit allzu viel Wasser zu rechnen war und letztlich sogar gar nichts mehr von ihr übrig ist. Unweit von hier befindet sich ihre Quelle, wo ich auch noch kurz vorbeischauen werde. Und ausgerechnet hier, quasi vor der eigenen Haustür, wo ich schon 17 Millionen Mal lang gefahren bin, muss ich mich dann tatsächlich auch noch verfahren. An der Quelle natürlich das gleiche Bild. Das Wasser muss man sich eben denken. Aber auch sonst irgendwie nicht einfach zu glauben, dass nach nur 80 Kilometern weiter Fluss- bzw. bachabwärts sogar Binnenschiffe fahren. Ein paar Meter weiter mache ich am Schloss Rasfeld schließlich die letzten Aufnahmen dieser Tour. Ungewohnt habe ich dafür alle Zeit der Welt, denn einen Zeltplatz muss ich ja heute nicht mehr finden. Ich brauche ja nur noch den eigenen Haustürschlüssel. Das macht alles noch um einiges entspannter. Und so rolle ich anschließend in aller Ruhe nach über 900 Kilometern dann auch noch die verbleibenden 20 Kilometer bis nach Hause.